Hallöchen, liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen hier zur nächsten Videofolge für die Kraft Zeppelin, nämlich mit den Ausgaben 32 bis 35. Und wir werden in der heutigen Videofolge 1, 2, 3 Rumpfteile verbauen und auch ein erstes Positionslicht anbringen. Was genau, zeige ich euch gleich in der Aufnahme vor. Lasst ihr gerne noch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da, wenn es euch gefällt. Gerne natürlich auch einen Daumen nach oben. So, das ist unser erstes Rumpfteil aus der Ausgabe 32 und in dieses setzen wir auf der Steuerbordseite passenderweise ein. Genau so rum. Legt das jetzt hier einmal da in die zwei Schraubverbindungen ein. So, und drehen das Ganze mit zwei Stück BM-Schrauben einmal fest. Ausgabe 33 steht auf dem Plan und da bekommen wir das nächste Rumpfteil, welches wir direkt hier an der Bauphase von eben anknüpfen, indem wir es einfach hier einmal hochheben und die Steckverbindung hier alle herstellen. Und ja, dann komplett einmal mit den beigefügten BM-Schrauben wieder befestigen. So, weiter mit Ausgabe 34. Da nehmen wir uns das erste Mal hier das Foto-Ätzteil, dieses hier, und kleben dieses einmal fest an der eben montierten Rumpfplatte. Und zwar gehen wir dafür bis hier vor in die erste Aussparung und setzen das Ganze dann entsprechend einmal hier ein. So, die kurze Seite soll auf nach hinten. So, das lassen wir da einmal antrocknen. Und können in der Zwischenzeit mit den nächsten Bauteilen weitermachen, und zwar hier mit dem mit der Abdeckung hier, und sollen diese jetzt so herum genau über dem Gitter hier befestigen. So, und dafür die FM-Schrauben benutzen. Oh, die sind auch wieder mit Imbus. Irgendwie ist ja gerade gefühlt alles mit Imbusschraube. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Nicht, dass die Schlüssel und Bits doch extrem schnell ausleiern. Also selbst meine, da habe ich gerade schon gemerkt, dass die ersten Schrauben hier schon mein Sechskant-Bit vernichten. So, aber hier mit den Schlüsseln geht das halbwegs noch, also die Schrauben jetzt. Aber die BM-Schrauben für die Rumpfteile, da ist das schon ein Kampf. Also da wäre es cool, weil es von Hachette jemand zuguckt, dass ihr gelegentlich immer so, wie ihr es auch bei anderen Sammelserien macht, wie zum Beispiel der BR01, dass da öfters mal dieser Plastikschlüssel dabei liegt. Oder beim Panzer damals gab es ja auch öfters mal den Sechskantschlüssel, dass ihr bitte auch hier bei der Sammelserie öfters mal einen neuen Imbusschlüssel mit reinlegt. Das wäre sehr hilfreich. Denn ich sag mal, nicht jeder hat die Möglichkeiten, sich jeden Monat neue Bits zu kaufen, weil die sind richtig, richtig teuer. Also zumindest, wenn man keine 0815 Bits kaufen möchte. So, okay, dann haben wir das schon mal fertig. Bekommen jetzt eine LED mit einem Positionslicht. Und das sollen wir mal als erstes testen auf dem Port
LED. Ob das Ganze auch funktioniert. Es leuchtet, ihr seht es. Dann kann man es verbauen. Und zwar machen wir das Ganze hier auf der Stelle da. Und nehmen uns dafür einen der beigefügten FP-Schrauben. So, und dann haben wir noch die 35. Und da bekommen wir den nächsten Rumpfabschnitt, und zwar diesmal für die Steuerbordseite, welchen wir dann wieder mit zwei beigefügten BM-Schrauben dann einmal hier auf der rechten Seite des Schiffes dann unten befestigen. So, ihr Lieben, und damit sind wir auch schon wieder durch für die heutige Videofolge. Ihr seht, soweit sind wir jetzt ungefähr vom Bauabschnitt. Auch hier nochmal einmal von der anderen Seite gezeigt, das verbaute Foto-Ads-Teil mit hier in diesem Kasten dahinter das erste Positionslicht. So, und ja, damit müssen wir natürlich jetzt wieder warten bis zur nächsten Lieferung. Aber in der kommt dann auf jeden Fall der rechte obere Abschnitt. Ihr seht es dann hier. Ne, das ist dann die Vorschau für Heft 36. Und ja, in dem Sinne natürlich wieder warten bis dahin, und ich wünsche mir natürlich, dass ihr viel Spaß habt beim Nachbauen, und sage daher tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.